Ganz herzlichen Dank, lieber Stefan, liebe Parteifreundinnen, liebe Parteifreunde. Mein Name ist Katja Adler, ich bin 46 Jahre alt. Meine beiden Kinder sind 13 und 17 Jahre alt. Ich habe Verwaltungswissenschaften, Psychologie, Politik und Recht studiert und arbeite zurzeit in Mainz im Ministerium für Kinder-, Jugend- und Verbraucherschutz. Ich bin seinerzeit in die FDP eingetreten, weil ich weiß, was es bedeutet, unfrei aufzuwachsen. Ich bin in die FDP eingetreten, weil ich aktiv werden wollte für eine liberale Gesellschaft. Freiheit ist mir eine Herzensangelegenheit. Heute noch einmal mehr. Ich lebe seit nun 20 Jahren in Oberursel. Ich bin kommunalpolitisch aktiv, in Fraktion und Verband, in Ort und Kreis und dies als Vorsitzende und sehr erfolgreich. Denn gemeinsam im Team haben wir von ehemals 5% in 2011 über 8% in 2016 auf jetzt 10% uns steigern können. Wir haben damit zwar nur ganz knapp einen weiteren Sitz in der Fraktion verpasst, aber es war eines der besten Ergebnisse, die wir in Oberursel erzielen konnten. Und diese Wahl hat mir nicht zuletzt mit Beklemmung wieder gezeigt, wie sich unsere Gesellschaft zu wandeln droht. Die laute und mitunter poltrige Gefahr von rechts ist allgegenwärtig. Sie ist sichtbar, sie ist bekannt und sie wird bekämpft. Aber die Gefahr von links, sie kommt still, sie kommt leise daher. Sie versteckt sich hinter vermeintlicher Moral und punktet mit Ideologie. Und unsere Freiheit wird dabei scheibchenweise, Stück für Stück vernichtet. Und die Corona-Pandemie hat diese Entwicklung der immerwährenden und immer stärkeren Freiheitseinschränkungen, des immer lauteren Rufs nach immer mehr Staat, des Moralisierens und des ideologiebetriebenen Handelns nicht erst entstehen lassen. Die Corona-Pandemie hat diese Entwicklung nur viel klarer und viel deutlicher hervortreten lassen. Ich möchte mit meiner Kandidatur eintreten für soziale Marktwirtschaft, für Bildung im besten Sinne und für eine digitale Zukunft. Ich möchte eintreten mit meiner Kandidatur für eine liberale Gesellschaft, in der sich gebildete und aufgeklärte Bürger frei entfalten und frei bewegen können. Und dies sehr gerne im Team im Deutschen Bundestag. Und dafür bitte ich Sie und euch hier und jetzt um ein Ja auf Ihren Stimmzetteln. Vielen Dank. Applaus